Abrissbagger in der Fürther Innenstadt. Nach jahrelangem Hin und Her begannen im Juni die Bauarbeiten für die neue Mitte. Wir haben uns vor Ort bei den Fürthern umgehört. Was halten Sie davon, dass hier die neue Mitte entsteht und alles weggerissen wird? Gar nichts. Erstens tut es um den schönen Saarleit. Zweitens haben wir dann jede Menge Leute, die hier dann einkaufen wollen, überall ihre Autos irgendwo hinstellen müssen. Und ich fürchte, die ganzen Straßen werden jetzt zugestellt mit Autos, mit Leuten, die parken, mit quengelnden Kindern. Mama, ich will ja nice und sonst was und diesen ganzen Scheiß. Also ehrlich gesagt, nee. Bin ich relativ offen. Ich habe keinen Bezug zu der Sache selbst, weil ich kein echter Förder bin wahrscheinlich. Denk mal, das ist wahrscheinlich. Denk mal, hier muss auf jeden Fall was passieren. Und man sieht ja, wenn man das hier sieht, in welchem Zustand das ist. Die Eisenträger, die Holzträger. Das muss weg und es muss ein komplettes neues Einkaufszentrum hingemacht werden. Ich finde es gut, dass ein bisschen Einkauf stattfindet. Auch mit Denkmalstadt haben wir schon. Wir haben genug Denkmäler woanders. Und der Fiedler war jetzt nicht unbedingt eine Zierde von Fürth. Also ich finde es gut, dass das wegkommt und da mal auch moderne Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden. Dass das so abgerissen wird. Naja, oh Gott, es ist halt nicht mehr zum Erhalten gewesen. Wenn nichts gemacht wird, jahrelang, es ist dasselbe. Wenn Sie ein altes Auto haben und nichts neustecken, ist es halt ein altes Auto. Ne? Und das muss halt gepflegt werden und es ist nicht gepflegt worden. Ich finde es sehr gut, weil es wird mit Sicherheit die Wirtschaft für den Einzelhandel in Fürth aufwerten. Ich finde das sehr traurig und ich finde, wir haben zwei leere Einkaufszentren. Ich sehe nicht ein, wieso das abgerissen wird und ein neues gebaut wird. Also ich finde es eine Chance für Fürth. Es muss hier was getan werden, damit die Kaufkraft wieder zurückkommt nach Fürth und die nicht alle ins Umland abwandern, weil die Niedriglohngeschäfte hier schon ziemlich überhand genommen haben.